Das war jetzt also der zweite Testlauf von meinem selbst konstruierten Triebwerk. Und was wir zuvor gemacht hatten, war das Triebwerk so modifizieren, dass wir diesen Keramikglühstift einbauen konnten. Der ragt jetzt einfach von außen durch das Gehäuse in die Brennkammer rein. Und tatsächlich habt ihr ja gesehen, dass der Keramikglühstift super funktioniert hat, das Triebwerk zu zünden. Das hat direkt funktioniert. Es ist sehr einfach in der Handhabung, dass man jetzt einfach diesen Drucktaster bedienen kann. Und die Flamme ist auch die ganze Zeit in der Brennkammer geblieben. Es wurde kein einziges Mal ausgeblasen. Das gibt mir auch so ein bisschen positives Feedback über das Design meiner Brennkammer, wo ich mir auch ein bisschen unsicher war, ob das überhaupt so gut ist mit diesen Sticks, von welchen Richtungen die reinragen. Zumindest der erste offensichtliche Grund, warum das Triebwerk doch nicht gelaufen ist, ist, dass durch die thermische Ausdehnung der Rotor die Turbine schon wieder angeschlagen ist am Gehäuse. Das ist jetzt aber kein Problem, was schwierig zu beheben wäre. Da können wir einfach im Gehäuse noch was wegdrehen. Und wenn man sich den Rotor anschaut, als auch das Gehäuse, sieht man, dass bei dem Rotor, bei jeder Schaufel wirklich diese Schleifspuren da sind. Und auch am Gehäuse die Schleifspuren komplett rundherum ist, was halt mir halt auch ein gutes Gefühl gibt, dass sowohl Rotor als auch Gehäuse wirklich rund sind. Und halt auch koaxial die Welle gelagert ist. Das heißt, da muss man einfach ein bisschen wegnehmen und dann kann man hoffentlich den nächsten Testlauf versuchen und dann werden wir sehen, ob wir vielleicht dann das Triebwerk zum Laufen bekommen.